Wir machen weiter. Dreharbeiten für den neuen SWR-Tatort Schande. Es geht um den Tod eines Pflegebedürftigen. Carolina Vera nimmt sich am Filmset Zeit für uns. Und es geht um den Tod und den Umgang mit dem Tod. Das finde ich ja gerade an dem Tatort eigentlich gut, dass die immer relevante Themen aufgreifen. Und dann geht es natürlich nicht nur um das Thema an sich, sondern wie das Thema aufgearbeitet wird. Carolina Vera, 45 Jahre, geboren in Chile, lebt in Berlin. Mit 10 Jahren wandert ihre Mutter mit ihr nach Deutschland aus. Sie studiert Wirtschaftskommunikation. Journalistin wollte sie werden, wird aber für den Film entdeckt. Und seit 10 Jahren Staatsanwaltschaft Stuttgart. Im Stuttgarter Tatort. Ich habe die Brücke nicht gemacht zwischen Herr Ich und so kompetent und so Autoritätsperson. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wieso kommen die denn auf mich? Die Rolle als Staatsanwältin ist für sie immer noch eine Herausforderung. Ja, das, was sie halt eben ausmacht, so kompetent, souverän und auch diese Distanz, die man hat dann immer. Ich meine, wir sitzen uns ja im Film seit 10 Jahren. Aber in der Zwischenzeit sind Sie schon ein bisschen per Du, oder? Mit den 2 Jungs. Ja, mit dem bin ich sowieso die ganze Zeit per Du, aber natürlich nicht vor der Kamera. Also da wird immer noch gesiezt. Kennen Sie schon lange, kannten Sie auch schon davor zum Teil, oder? Also ich kannte Ritchie schon, seitdem ich, also wirklich, ich glaube, seitdem ich 18 bin, aus Berlin, aus dem Berliner Nachtleben, da kannten wir uns schon. Und Felix habe ich erst beim Dreh kennengelernt. Carolina Vera verbringt die ersten Lebensjahre mit den Eltern in Valparaiso. Wie viel, sag mir, Chile liegt oder ist in Ihnen noch so? Ach, total viel. Genauso viel wie Deutsch. Also ich bin eine absolute Mischung aus beiden und alles ist in mir gleichzeitig. Wie macht sich das bemerkbar, Ihrer Ansicht nach? Keine Ahnung, ich analysiere mich nicht so. Sie sind häufig zu Dreharbeiten in Baden-Württemberg. Was kennen Sie vom Land? Von dem Land nicht so viel, weil ich bin halt nicht so viel gereist, sondern eher, es war immer mit Arbeit verbunden. Dabei dieses typisch Schwäbische, so zeitig und deutlich und klar. Und wenn etwas mal entschieden wurde, dann soll es am besten die nächsten 15 Jahre so bleiben, weil es hat ja einmal geklappt, never change a winning team. Neben Tatort auch Rollen in Filmen wie Konrad Adenauer, Stunden der Entscheidung und in internationalen Produktionen wie Das Parfum. Das ist die Vielfalt, die mich eigentlich schon immer interessiert hat. Ich habe auch immer wieder gehört, so, ja, es ist nicht so genau ganz klar, was Carolina Vera, so wofür sie steht. Und das finde ich gerade richtig. Ich finde das an dem Beruf des Spielens gerade interessant, wenn du eben dein Spektrum so weit wie möglich hältst. Was ist Ihr Lebensmotto? Genießen. Genießen ist ganz wichtig. Und das, was ich eben tue, das ist irgendwie, dass die Momente gehaltvoll sind und möglichst so genussreich wie möglich. Unkompliziert und ziemlich gut drauf. Carolina Vera muss wieder zurück nach Berlin.